Servus, grüß euch zu unserer heutigen Wanderung. Heute machen wir eine Runde durch das Eutal. Und wir sind hier in Oberstdorf, das heißt wieder im Allgäu. Ich glaube, das sieht man auch wieder am Hintergrund dieser schönen Kulisse. Wir werden da wieder schöne Berge sehen, tolle Felsen und am Bach natürlich, den Eubach, das ist ganz klar. Und auch den einen oder anderen Wasserfall. Und ja, wer Lust hat, der kommt einfach wieder mal mit. Mehr verrate ich nämlich noch nicht. Und wie so oft bei unseren Wanderungen beginnt auch diese erst einmal mit einem ordentlichen Anstieg. Ja, und ich schwitze halt schon wieder so, dass ich das Handtuch rausgeholt habe, um mir den Schweiß abwischen zu können. Ja, und es ziehen hier schon dunkle Wolken auf. Es soll gegen später auch wieder Gewitter kommen. Müssen wir schauen, dass wir weiterkommen. So. Hier können wir also abbiegen zum Nebelhorn und zum Rubihorn. Okay. Und wir müssen hier weiter. Ja, und es blitzt und donnert hier schon ganz nett. Da bin ich ja gespannt. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Nass bin ich eh schon wieder vom Schwitzen. Ja, bloß Respekt vom Gewitter und Unwetter. Und da unten sehen wir den Weg dann zurück. Und dann haben wir den Eubach. So, jetzt sind wir hier auf einem schmalen Wanderweg mit einer schönen Brücke. Und dort oben auf dem Berg, da ist der Seealpsee und da läuft hier das Wasser runter in einem schönen Wasserfall. Ja, ist ein bisschen weit weg. Schauen wir mal, wie wir noch näher hinkommen. Na, jetzt schauen wir mal da rüber, ob wir da Ding machen können, der Rast. So. Machen wir jetzt hier eine kleine Pause und da gönne ich mir was dazu. Und jetzt regnet es in Strömen hier. Wir sind hier am Trockenen. Ja, ja, warte, bis das aufhört. Ja. Na, das kann ja noch was werden. So. Ja, unsere Pause ist vorbei. Und das Gewitter auch. Und jetzt scheint wieder die Sonne. So schnell wie das umsteigt hier eben. Jetzt laufen wir da an der schönen Baumallee. Und dann geht's da runter wieder zum Eubach. Und dieses Gewitter, das hat wohl den Vorteil, dass jetzt kaum noch Leute da sind. Ne? Scheinbar hat es die Leute alle vertrieben. Die sind alle plötzlich fluchtartig gerannt. Manche haben sich schnell so einen Roller da gemietet und zack, rauf in Regenklamotten und weg. Und jetzt ist kein Mensch mehr da. Ja. Und das ist herrlich. Es sind zwar schon noch Wölkler jetzt da. Gar und
Aber es schaut wirklich einwandfrei aus. Es ist eine super Luft jetzt. Ein bisschen frischer wie davor. Und ich hier, Mutterseelen allein, genauso wie ich das will. Da geht's runter. Und da auch, der Weg geht auch runter. Ist das nicht herrlich? Mein lieber Mann, ha? Hier haben wir wieder Nagelflurgestein und eine Höhle. Ja, ein Loch. Da drüben haben wir Kaffeejägerstand. Das ist ein ganz schöner Komplex. Hm? Ja, wir gehen da an dem schönen Weg da weiter. Schaut mal das an. Hm? So. Das ist jetzt eben kein Nagelfluh. Da schon langsam wieder nach Oberstdorf, ne? Diese Runde bald zu Ende, ne? Ich hab nicht zu viel versprochen, ne? Das ist schon beeindruckend sowas, gell? Aber wir sind noch nicht ganz fertig. So, und da sind wir wieder am Fuße des Nebelhorns und des Rubihorns. Da drüben, da sehen wir noch die Sprungschanze von Oberstdorf. Und hier, das ist der Schattenberg. Ja. Also wenn ich ganz ehrlich bin, wo wir da heute Mittag losgelaufen sind, da war ich schon ein bisschen skeptisch mit den Wolken da. Man dachte, ja, ich werde jetzt in ein richtiges Unwetter reinkommen. Ne? Ja. Aber wir haben das richtig getimt. Zur Pause hat es richtig schön gewittert. Und danach ist die Sonne wieder rausgekommen. Und jetzt macht es auch allmählich wieder zu. So gehört sich das. Ne? Und man muss mal schauen, ob jemand nicht im Bilde ist. Und das heißt jetzt, wir sind am Ende unserer schönen Eutal-Wanderung angekommen. Ich hoffe, das hat wieder mal Spaß gemacht. Mir sowieso, das ist überhaupt keine Frage. Nicht. Und das war jetzt gerade Joker. So. Ich sag mir ja, auf jeden Fall, das ist keine Frage, mir gefällt es ja nicht immer. Wenn es mir nicht gefallen hätte, würde ich nicht wandern, ganz einfach. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ja gerne einen Daumen nach oben da. Kennst du es ja. Und vielleicht auch ein Abo. Und wenn es euch nicht gefallen hat, ja, dann lasst halt einfach einen Daumen nach oben da. Und in diesem Sinne sage ich an dieser Stelle mal wieder Dankeschön fürs Mitkommen. Und wir freuen uns, dass ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Was macht der? Ja. Wir freuen uns, dass ihr das nächste Mal dann auch wieder mit dabei seid. Und in diesem Sinne also dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Und in diesem Sinne sage ich an dieser Stelle wieder mal tschüss fürs Mitkommen. Tschüss fürs Mitkommen.